auf die Tagesordnungspunkte 14 und 31 sowie Zusatzpunkt 15 und 16. Es geht um die erste Beratung des von den Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerablen Personengruppen vor Covid-19 sowie über die Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Gut vorbereitet für den Herbst, Pandemiemanagement verbessern und die Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Keine Covid-19-Impfpflicht für Soldaten und die Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Auf sich verändernden Pandemieverlauf vorbereiten, Maßnahmenplan vorlegen. Für all diese Vorlagen ist eine Aussprache von 39 Minuten vorgesehen. Ich eröffne die Aussprache und gebe das Wort für die Bundesregierung Bundesminister Prof. Dr. Karl Lauterbach. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Pandemie wird leider nicht in die Sommerpause gehen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es ist aber auch nicht vorgesehen, dass die Pandemiebekämpfung in die Sommerpause gehen wird. Wir dürfen und wir können es uns nicht leisten, ein drittes Mal unvorbereitet oder nicht gut vorbereitet in den Herbst hineinzugehen. Und wir werden daher alles tun, was notwendig ist, um der Situation zu begegnen. Wir sind derzeit in einer Sommerwelle. Diese Sommerwelle war vorhergesehen worden. Der Herbst wird schwierig werden, und die Gründe dafür sind auch schon bekannt. Wir werden ringen mit einer BA5-Variante, die mittlerweile dominant das Infektionsgeschehen beherrscht. Wir werden damit ringen müssen, dass die BA5-Variante wieder etwas schwerer verläuft als die BA1-Omikron-Variante. Wir wissen, dass eine vorherige Infektion mit der BA1 oder der BA2-Variante wenig Schutz bietet für die Infektion mit der BA5-Variante. Und wir wissen darüber hinaus, dass die Impfstoffe nicht wirklich gut schützen gegen die Infektion. Das ist die Lage, mit der wir ringen müssen. Das bedeutet also, dass wir gut vorbereitet sein müssen. Denn die Infektionen, die wir bekommen, die können wir abmildern. Der Infektionsstatus bestimmt nicht tatsächlich die Schwere der Erkrankung. Diejenigen, die geimpft sind, sind deutlich besser geschützt vor der schweren Erkrankung. Und wir wissen zum Beispiel, dass ältere Menschen, die zum Beispiel den zweiten Booster bekommen haben, selbst über 80 Jahre alt, in den allerseltensten Fällen schwer oder gar tödlich erkranken. Somit die gute Nachricht, die Impfungen wirken, die Impfungen schützen, und darauf müssen wir zurückgreifen. Herr Minister, es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion. Möchten Sie dem nachkommen? Nein, das möchte ich nicht. Dankeschön. Wir werden daher die Vorbereitungen vorantreiben, und wir haben hier 6 Punkte, die wir jetzt schon in die Wege leiten können, und einen Punkt, der vorbereitet, insgesamt ein 7-Punkte-Programm. Zum einen, der erste Punkt ist der, wir werden eine Impfkampagne vorbereiten, und diese Impfkampagne wird sich zunächst einmal an diejenigen richten, die durch die Impfung geschützt sind vor schwerer Erkrankung. Das sind in der Regel die über 60-Jährigen. Bei den über 60-Jährigen ist die schwere Erkrankung nach einer Boosterimpfung und insbesondere nach einer zweiten Boosterimpfung die Seltenheit. Somit ist das eine Kampagne, die wir machen. Damit können wir nicht jede Infektion vermeiden, aber die schweren Erkrankungen können wir beherrschen. Die Sterblichkeit würde drastisch sinken. Wir werden im Rahmen der Impfkampagne dann auch auf die angepassten Impfstoffe angehen. Die angepassten Impfstoffe werden dann auch vor Infektionen schützen. Angepasste Impfstoffe auch gegen die BA5-Variante sind derzeit in Vorbereitung und werden von uns eingesetzt, und die Impfkampagne wird diese umsetzen. Zum Zweiten, wir werden zielgerichtet testen, und über die Testungen, die wir vornehmen, werden wir die Infektionsketten unterbrechen, sodass wir insbesondere schützen werden diejenigen, die sonst die Ketten in die Pflegeeinrichtungen oder in die Krankenhäuser gebracht hätten. Wenn wir dort die Infektionsketten bremsen, können wir die Sterblichkeit in diesen Bereichen deutlich mindern. Das ist etwas, was wir vorsehen, wofür wir die Testverordnung ausgerichtet haben. Wir werden darüber hinaus die Arzneimittel, die wir haben, sehr viel besser einsetzen. Wir haben hochwirksame Arzneimittel, wie zum Beispiel Paxlovid.
Mit Paxlovid lässt sich die Wahrscheinlichkeit einer Krankenhauseinweisung bei älteren Menschen, die sich infiziert haben, um 90% nach der Infektion senken, die Sterblichkeit um 70%. Das heißt, diese Arzneimittel müssen viel mehr eingesetzt werden. Wir haben über 1 Million Dosen gekauft. Davon sind noch nicht 30.000 eingesetzt worden. Wir müssen daher dafür sorgen, dass diejenigen, die geeignet sind, diese Medikamente zu bekommen, diese auch schnell bekommen. Wir werden dafür sorgen, dass die Abgabe unbürokratisch und schnell erfolgt. Wir können damit die Sterblichkeit durch die Erkrankung dramatisch senken. Diese Möglichkeiten werden genutzt werden. Dafür werden wir eine entsprechende Vorkehrung treffen. Der gerichtete, schnelle Einsatz der Arzneimittel wird von uns vorbereitet, noch in der Sommerpause. Wir werden die vulnerablen Gruppen in den Pflegeeinrichtungen, bei den Pflegediensten durch Benennung von Hygienebeauftragten, Beauftragten für die schnelle Verabreichung der Arzneimittel und Impfbeauftragten beschleunigen. Und was sehr wichtig ist, wir werden zum ersten Mal noch viel bessere Daten haben. Es ist ja traurig, dass wir nach über 2 Jahren immer noch keine guten aktuellen Daten bekommen. Hier haben wir einen Pandemieradar in Vorbereitung, der wird zum September am Start sein. Wir werden über das DEMIS-System tagesaktuell die Daten bekommen, wie viele Betten sind mit Covid-Patienten belegt, wie viele Betten sind noch frei. Wir werden ein Frühwarnsystem haben über die Entwicklung der Infektionen. Dafür nutzen wir ein Abwassermonitoring und wir werden darüber hinaus über ein Sentinel-System herausfinden, wie viele Menschen sind an Covid erkrankt, die ins Krankenhaus kommen, wie viele kommen mit Covid ins Krankenhaus, sodass wir eine deutlich bessere Datenbasis haben. Auch diesen Pandemieradar werden wir einführen, und er wird uns gute Dienste tun. Und schließlich, wir werden ein Infektionsschutzgesetz vorbereiten. Wir werden die Maßnahmen am Platz haben, die wir benötigen. Ich rechne persönlich und freue mich, wenn es anders kommt, aber ich rechne persönlich mit großen Herausforderungen, mit einer schwierigen Lage. Aber selbst wenn die Lage schwierig wäre, werden wir alles haben, was wir benötigen. Wir werden für unterschiedliche Stufen die Schutzmaßnahmen am Platz haben. Ich berate das derzeit mit Justizminister Marco Buschmann vor. Wir werden das dann in der Ampel beraten. Wir werden die Länder vorbereiten. Wir werden mit den Fraktionen sprechen. Wir werden zum Schluss ein gutes Infektionsschutzgesetz am Platz haben, was auch für den Winter vorbereitet ist, sodass wir gemeinsam die Herausforderungen bewältigen können. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass der Ausschuss es noch so kurzfristig möglich gemacht hat, dass wir die Grundlage für ein solches Gesetz heute beraten können. Das war keine Kleinigkeit, das war sich zu schätzen. Ich freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit. Wir werden das nur gemeinsam lösen können. Und ich weiß, dass ich mich bis auf eine Partei, auf alle Parteien hier im Haus verlassen kann. Darauf werde ich zurückgreifen. Danke daher auch für die Unterstützung. Schließe da ausdrücklich auch die Oppositionspartei von der Linken an. Wir werden es gemeinsam schaffen, und wir schaffen dafür heute die Voraussetzungen. Ich erteile zu einer Kurzintervention das Wort dem Kollegen Sichert. Ja, Herr Lauterbach, Sie haben gerade gesagt in Ihrer Rede, wir wissen, dass die Impfstoffe nicht besonders gut schützen. Das, finde ich, ist ja mal ein echtes Eingeständnis. Vielen Dank dafür. Trotzdem sehnt Ihr Gesetzesentwurf die Impfung als das zentrale Instrument überhaupt vor. Wir hatten vor 2 Jahren eine Inzidenz von 3, vor einem Jahr eine Inzidenz von 5 und haben inzwischen aktuell jetzt eine Inzidenz von 690. Sie haben gesagt, die Impfung kann dort nicht schützen. Wie können Sie angesichts dieser Zahlen wirklich sagen, die Impfung muss das zentrale Instrument unseres Handelns sein? Und Sie sagen dann auch immer, ja, es schützt vor schwerem Verlauf. Wir sehen, dass der letzte RKI-Wochenbericht, in dem man noch die Intensivzahlen der Corona-Patienten noch nach Impfung und ungeimpft aufgeschlüsselt hat, dass dort drin stand, dass 77% der Corona-Intensivpatienten vollständig geimpft waren. Das ist ein höherer Anteil, als die vollständig Geimpften an der Gesamtbevölkerung haben. Und seit Sie diese verheerenden Zahlen veröffentlichen mussten, veröffentlicht das Divi-Intensivregister überhaupt keine Zahlen mehr, weil die Zahlen wahrscheinlich zu peinlich sind inzwischen. Deswegen meine Frage an Sie, wie können Sie angesichts dieser Realität und dieser Zahlen weiter auf der Impfung als dem zentralen Instrument bestehen? Herr Lauterbach, möchten Sie antworten? Bitte schön.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten, weil ich kann das so nicht stehen lassen. Es ist ehrlich gesagt traurig, dass Sie immer noch versuchen, die Bürger zu täuschen über die Wirkung der Impfstoffe. Es ist tatsächlich so, dass wir, wie ich auch gesagt habe, einräumen müssen, die Impfstoffe wirken zum jetzigen Zeitpunkt nicht perfekt zur Vermeidung der Infektion. Sie vermeiden aber jeden Tag Todesfälle. Und wenn wir, wenn wir diese Impfstoffe nicht einsetzen würden, wären wir in einer katastrophalen Situation. Ich weise noch auf eine Zahl hierhin. Wir wissen, dass bei den 80-Jährigen, die jetzt mit der BA5-Variante erkranken, die ungeimpft sind, 10% der Infizierten versterben. Das sind die Daten aus Portugal. 10%. Für eine Sekunde bitte ich alle, die hier im Raum sind, sich vorzustellen, was es bedeuten würde, wenn wir eine solche Welle jetzt hätten und wir hätten die Impfstoffe noch nicht. Was das für eine Katastrophe wäre. Was das wirklich bedeuten wäre. Somit, ich bitte Sie einfach, machen Sie Oppositionspolitik, aber bitte nicht mit demagogischer Verfälschung dieser wichtigen Fakten. Das halte ich einfach nicht für verantwortlich. Wir müssen da zusammenstehen. Gerne Kritik an dem, was wir tun, aber bitte bleiben Sie bei der Wahrheit, was die Wirkung der Impfstoffe angeht. Denn wenn wir das nicht tun, bringen wir andere in Gefahr, die für diese Demagogie zum Teil mit dem Leben bezahlen müssen. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort gebe, Herr Sorge, es dauert jetzt immer noch einen Moment, es tut mir leid für Sie, möchte ich Ihnen das Protokoll über die Wahl der unabhängigen Beauftragten für Antidiskriminierung gemäß § 26 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes mitteilen. Abgegebene Stimmen gab es 671. Es gab 3 ungültige Stimmzettel. Mit Ja haben gestimmt 376 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 278. Es gab 14 Enthaltungen. Frau Ferder-Attermann hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Sie ist damit zur unabhängigen Beauftragten für Antidiskriminierung gemäß § 26 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gewählt. Sehr geehrte Frau Attermann, ich gratuliere Ihnen im Namen des gesamten Hauses zu dieser Wahl und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und Erfolg für Ihre Arbeit. So, das Wort zurück zu unserer Debatte hat jetzt der Kollege Tino Sorge für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hätte mir gewünscht, da wir ja in der vorletzten Plenarsitzung vor der Sommerpause sind, also viele von uns haben vielleicht schon Urlaub gebucht, viele Schülerinnen und Schüler haben schon ihre Zeugnisse bekommen, dass wir tatsächlich auch mal über diesen Gesetzentwurf geredet hätten. Aber alles, was mir dazu einfällt, ist im Grunde, dass die Bundesregierung offenkundig hier nachsitzen muss. Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist tatsächlich, dass wir bei der Frage, wie auch Corona-Pandemiebekämpfung für den Herbst vonstatten gehen soll, ja nicht nur in den letzten Tagen, sondern in den letzten Wochen immer wieder Konfusion erlebt haben. Ich darf noch mal daran erinnern, Chaos bei den Schnelltests. Vor einigen Tagen. Der Bundesgesundheitsminister bringt eine neue Testverordnung auf den Weg. Überall Chaos. Es passiert das, was bisher in der Geschichte einmalig ist, dass unisono Kassenärztliche Vereinigung, Kassenärztliche Bundesvereinigung, also die geballte Ärzteschaft sagt, aufgrund des Missbrauchsrisikos bei den Tests werden diese Tests nicht mehr erstattet. Und da frage ich mich doch allen Ernstes, wenn dann der Bundesgesundheitsminister verkündet, es habe eine Einigung gegeben, dass diese Einigung trägt. Und heute oder gestern liest man, dass der Städte- und Gemeindebund wieder sagt, mit ihm habe niemand gesprochen. Keiner weiß, wie das vor Ort auf kommunaler Ebene umzusetzen ist. Keiner weiß, was mit den Tests passieren soll. Insofern kann man da leider wieder nur sagen, gut gedacht vielleicht, aber schlecht gemacht. Und deshalb nachsitzen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Bundesregierung. Und
Das ist ja mittlerweile leider symptomatisch für diese Ampel. Wenn ich mir anschaue, es geht ja nicht nur um die Bürgerschnelltests. Wir erleben das ja in allen Bereichen. Ich hätte mir gewünscht, dass im Gesetzentwurf mal konkret gesagt wird, was sind denn für den Herbst für konkrete Maßnahmen vorgesehen? Paragraph 28 fortfolgende Infektionsschutzgesetz. Alles, was wir hier wieder gehört haben, war, wir werden, wir wollen, wir müssen, aber keine konkreten Vorschläge, wie die Pandemievorsorge im Herbst aussehen soll. Und lieber Herr Bundesgesundheitsminister, es tut mir leid, ich kann Ihnen das nicht ersparen. Es kommt mir manchmal so vor, wie in dem Film Täglich grüßt das Murmeltier. Sie erklären uns, was Sie aus Ihrer Sicht gern machen wollen. Sie machen Vorschläge, egal ob es um die Finanzierung des Gesundheitssystems geht, ob es um die Finanzierung der Pflege geht. Sie verkünden Einigungen mit Ihrem Regierungspartner, mit dem Bundesfinanzminister, mit Marco Buschmann, mit dem Bundesjustizminister. Und einen Tag später wird uns erklärt, dass da überhaupt keine Einigung besteht. Also insofern würde mich schon mal interessieren, wie weit sind Sie denn da, lieber Herr Kollege Lauterbach? Und was ich mir gewünscht hätte, was wir uns auch als Unionsfraktion gewünscht hätten bei der Frage Pandemievorsorge im Herbst, dass Sie sich ernsthaft mit unserem Antrag auseinandergesetzt hätten. Wir haben ja, das werden wir heute in verbundener Debatte ja machen, den Antrag gestellt, Pandemievorsorge für den Herbst. Und dann hätten wir uns, Sie haben es ja angesprochen, sehr, sehr gern auf bestimmte Dinge hier verständigen können. Aber Sie sparen ja ganz bewusst die Maßnahmen § 28 fortfolgende Infektionsschutzgesetz aus. Im Grunde machen Sie das ja, das wissen wir mittlerweile alle, weil Sie in der eigenen Ampel ja überhaupt nicht wissen, wo Sie denn hinwollen. Es gibt keinerlei Konsens in der Ampelkoalition, wie im Herbst die Pandemie bekämpft werden soll, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und insofern bin ich auch mal gespannt. Wir werden ja gleich die Reden auch hören, sowohl von den Kollegen der Grünen und Kolleginnen der Grünen und der FDP, auch von der SPD, wie diametral das dann auseinandergeht oder ob wir wieder nur Ankündigungen hören, die dann irgendwann in einem Rückzieher, in der Wolte wieder zurückgenommen werden. Und deshalb wünsche ich mir auch, und das wünschen sich auch viele Kolleginnen und Kollegen vor Ort, insbesondere in den Pflegeeinrichtungen, in den pflegenden Bereichen, was passiert mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht? Wir haben das Bundesgesundheitsministerium seit Monaten aufgefordert, sich klar zu positionieren, was soll mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht passieren. Ab 1.10., das wissen Sie sehr genau, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Bundesregierung, muss klar sein, was mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wird. Dazu haben wir überhaupt nichts hier gehört und deshalb kann ich nur noch mal diesen Appell auch an Sie, Herr Bundesgesundheitsminister, richten. Klären Sie die Probleme bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, machen Sie konkrete Aussagen, gehen Sie davon weg, immer nur Ankündigungen zu machen und sagen Sie hier Tacheles, was gewollt ist, weil der 23. September ist nicht mehr lang hin. Ich habe die Vermutung, dass wir dann im Herbst wieder mit heißer Nadel gestrickte Maßnahmen hier diskutieren werden und das ist nicht gut, weder für das Parlament noch für die Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank. Maria Klein-Schmeink hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, wir legen hier mit dem Gesetzentwurf einen Vorschlag oder einen ersten Schritt für die Gesetzgebung für direkt nach den Ferien vor. Wissend, dass das jetzige Infektionsschutzgesetz am 23.09. ausläuft und wir deshalb in der Tat handeln müssen. Und in diesem Trägergesetz sind ja einige Punkte, die der Minister eben auch schon vorgestellt hat, drin enthalten. Und in der Tat, das müssen wir hier sagen, wir müssen noch über die Sommerferien an der Ausgestaltung des Infektionsschutzgesetzes in der Ampel arbeiten. Da wollen wir auch gar nicht drum herum reden. Jeder weiß und hat das auch öffentlich wahrnehmen können, dass es in der Koalition, in der Ampel, sehr unterschiedliche Haltungen, gerade was es bezogen auf die Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz, gibt. Und wir haben uns aber vereinbart, dass auf der Grundlage dessen, was der Expertenrat der Bundesregierung vorgelegt hat Anfang Juni und das, was im Lichte der Bewertung durch den Sachverständigenrat für die einzelnen Maßnahmen der Vergangenheit vorgelegt worden ist, wir eine Lösung finden würden. Ganz klar ist, dass wir uns den Zielen
verschreiben müssen. Und da sind wir wirklich gefordert, dass wir erstens sicherstellen, dass diejenigen, die in besonderer Weise gefährdet sind, auch tatsächlich den Schutz erfahren, den sie brauchen. Das sind die Menschen, die in Einrichtungen leben, das sind hochbetagte Menschen, das sind Menschen mit Behinderung, aber es sind eben auch die Menschen, die nicht in Einrichtungen sind, sondern höhere Risiken tragen. Und da wird natürlich gerade auch die Impfung und die Impfkampagne eine große Rolle spielen. Aber weiterhin viele Schutzmaßnahmen. Und da hat uns der Expertenrat ganz, ganz klar gesagt, wir brauchen Schutzmaßnahmen, wir brauchen Maßnahmen, die wir weiter steigern können, die schnell einsetzbar sind und auf jeweils die dann vorherrschende Situation auch angepasst eingesetzt werden können. Keiner von uns kann in die Zukunft gucken, aber wir müssen annehmen, dass wir es im Herbst wieder mit einer relativ virulenten Virusvariante zu tun haben werden. Wenn wir Glück haben, ist sie nicht so besonders schwer erkrankend, aber wir wissen es nicht. Und von daher müssen wir Maßnahmen vorsehen, die steigerungsfähig sind. Und genau das wird unsere Aufgabe sein. Und wir sind da gefordert, den Ländern, insbesondere den Kommunen, die Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, die dann nötig sind. Herr Sorge, Sie sind zwar sehr schnell dabei, auszuteilen, zu kritisieren, aber Sie haben keinen einzigen Vorschlag gemacht, wie Sie denn eigentlich vorgehen würden. Und das wäre eigentlich sehr interessant. Wir werden jedenfalls alles tun, um die Überlastung der kritischen Infrastruktur zu vermeiden. Wir werden die Vermeidung von gesundheitlichen Spätfolgen in den Blick nehmen. Frau Kollegin. In diesem Sinne werden wir über das Infektionsschutzgesetz direkt nach der Sommerpause hier im Hause beraten. Frau Kollegin. Der Zwischenfragenwunsch war schon nach dem Ablauf der Redezeit. Insofern habe ich Frau Kleinschmeink nicht gefragt danach. Nein, Sie hatten sich gemeldet, da war sie schon 10 Sekunden drüber. Und deswegen habe ich dann nur noch ermahnt. Und das konnten Sie aber natürlich nicht sehen. Sonst mache ich das auch sehr gerne, selbstverständlich. Jetzt gebe ich das Wort Dr. Christina Baum für die AfD-Fraktion. Wer kann das machen? Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nach dem nun vorgelegten Gesetzentwurf bleiben keine Zweifel, dass die Regierungskoalition auch künftig daran festhalten will, die nach China weltweit strengsten Corona-Maßnahmen weiterzuführen. Und das entgegen der Erkenntnisse des von Ihnen selbst eingesetzten Sachverständigenrates. Es ist sehr passend, dass Herr Lauterbach das Gutachten als keine Bibel bezeichnet hat, denn für Sie alle scheint das Corona-Regime inzwischen eine Art Ersatzreligion geworden zu sein. Entgegen aller wissenschaftlicher Erkenntnisse und ohne jeden Beleg für die Wirksamkeit Ihrer Maßnahme verletzen Sie Freiheitsrechte von uns Bürgern, indem Sie Menschen gegen ihren Willen zur Körperverletzung, zum Beispiel durch genbasierte Impfungen und Masken, nötigen. Bei Grundrechtsverletzungen sind jedoch Sie es, die beweisen müssen, dass die von Ihnen verordneten Einschränkungen verhältnismäßig, angemessen und vor allen Dingen wirksam sind. Diesen Beweis konnten Sie bis heute nicht erbringen, weshalb man mit Fug und Recht davon sprechen kann, dass Ihre Entscheidungen auf der Basis von Glaubensgrundsätzen, aber nicht von Wissenschaft vorgenommen wurden. Erfreulicherweise stellt nun die CDU, die hauptverantwortlich für die vergangenen 2,5 Jahre Corona war, immerhin die Wirksamkeit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht infrage und anerkennt endlich auch die vielen Impfschäden. Sie schließt sich in ihrem Antrag unserer Forderung nach dringend notwendigen Behandlungsmöglichkeiten für die Geschädigten an. Statt einzuräumen, Herr Lauterbach, dass sich Ihre Impfversprechungen als falsch erwiesen haben, gehen die Nötigungen und Beschimpfungen der ungeimpften Bürger und geplagten Pfleger immer weiter, wie ganz Deutschland bei einer Verdi-Veranstaltung in Magdeburg vernehmen konnte. Wir haben es bei dieser Corona-Impfung mit einem in der Medizingeschichte einzigartigen Impfversagen zu tun.
junge, vorher gesunde und sportliche Menschen sitzen heute im Rollstuhl aufgrund schwerster Nebenwirkungen, weil sie Ihnen, Herrn Lauterbach, vertraut haben. Was für ein grausames Schicksal. Niemals werde ich selbst die Angst in den Augen meiner Enkel bei unserem ersten Treffen nach dem Lockdown vergessen. Die Angst davor, mich durch eine liebevolle Umarmung tödlich infizieren zu können. Welche Schäden Sie damit bei einer ganzen Generation angerichtet haben, ist heute noch gar nicht abzuschätzen. Aber eines ist sicher: Sie können die körperlichen, vor allem die psychischen Schäden nie wieder gutmachen. Denn Schuldgefühle zerstören Kinderseelen und hinterlassen oft lebenslange Traumata. Jeder Politiker, der dieses medizinische Impfexperiment und die schädlichen Maßnahmen mitgetragen hat, der uns unserer Freiheitsrechte beraubt, Kinder gequält, Familien getrennt und unsere Großeltern einsam hat sterben lassen, müsste bei einem Mindestmaß an Anstand auf der Stelle zurücktreten, angefangen bei Ihnen, Herr Lauterbach. Die Alternative für Deutschland wird bei diesem verantwortungslosen Handeln nicht mitmachen. Wir setzen uns auch weiterhin für die Eigenverantwortung, die Selbstbestimmung und vor allem die Freiheit unseres Volkes ein. Die Bundesregierung muss spätestens jetzt Konsequenzen ziehen. Ein Gesundheitsminister, der unser Volk krank macht, hat auf diesem Posten nichts zu suchen. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention gebe ich das Wort dem Kollegen Tino Sorge, der von Frau Kleinschmeink direkt angesprochen wird. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich wollte das nur nicht so stehen lassen, was Maria Kleinschmeink hier zumindest suggeriert hat, weil ich würde ganz gern darauf was sagen und nicht darauf, was hier gerade vorher passiert ist, sondern mich würde interessieren, Maria Kleinschmeink, Sie haben ja gesagt, wir hätten als Union keinerlei Vorschläge unterbreitet. Jetzt wundert mich das schon ein bisschen, weil wir debattieren ja hier in einer verbundenen Debatte auch den Antrag der Union, also unseren Antrag, in dem wir ganz konkret Vorschläge machen, wie die Pandemievorsorge im Herbst aussehen könnte. Wir schlagen beispielsweise vor, dass wir eine Pandemievorsorge brauchen, die sich insbesondere daran orientiert an der Hospitalisierungsinzidenz, an der Intensivbettenbelegung. Wir fordern auf, die Maßnahmen, die ja auch im Expertengutachten des Sachverständigenausschusses vorgeschlagen werden, entsprechend umzusetzen. Das Impfregister ist immer noch nicht auf den Weg gebracht worden, obwohl wir ja die Zusage hatten, dass das Impfregister gemeinsam auch von uns als Wunsch, nicht nur der Union, sondern auch der Ampelkoalition auf den Weg gebracht werden soll. Wir haben gesagt, wir brauchen mehr Forschung bei der Frage Long-Covid, auch Behandlungs- und Therapieansätze. Das steht alles in dem Antrag drin. Wir haben gesagt, dass der öffentliche Gesundheitsdienst wieder viel, viel stärker auf Prävention sein Augenmerk legen muss. Wir haben gesagt, wir brauchen insbesondere im Hinblick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht bis zum 31.08. orientierend an der Evaluation eine klare Aussage des Bundesgesundheitsministers, wie es da weitergehen soll. Also deshalb würde mich ganz konkret mal interessieren, woher Sie diese Behauptung hier nehmen, wir als Union hätten nichts vorgeschlagen. Das Einzige, was hier Fakt ist, ist, dass Sie aus der Ampel nichts vorgeschlagen haben, weil Sie nämlich sagen, wir müssen da erst mal schauen, wir müssen uns darüber verständigen, es gibt da noch Dissens. Und dieser Dissens, der hält mittlerweile seit Monaten an. Wenn es darum geht, Ihnen ein Zeugnis auszustellen, weil wir ja gerade bei Zeugnissen sind, dann kann man nur sagen, ungenügend oder mangelhaft. Frau Kleinschmeink, offensichtlich möchten Sie antworten. Bitte schön. Zeugnissen sind, da muss man ja als erstes mal sagen, dass wir sehr, sehr viele Missstände gerade in der Pandemiebekämpfung geerbt haben aus der Großen Koalition, gerade was den Datensatz zum Beispiel angeht, die Möglichkeit überhaupt nachzuverfolgen, was in den Verläufen passiert ist. Da ist sehr, sehr wenig getan worden, also das an der Stelle. Auch das Register wäre, wenn von vornherein dafür eine gute Erfassung der Impfungen gesorgt worden wäre, hätten wir tatsächlich eine andere Situation. Jetzt nachholend ist das ein etwas größerer Angang. Im Übrigen haben Sie das ja in der Impfdebatte auch noch mal abgelehnt. Sonst hätten wir genau diesen Vorschlag auch umgesetzt. Der war ja Teil des Ganzen. Insgesamt vermisse ich konkrete Hinweise, wie Sie mit der Ausgestaltung des Infektionsschutzgesetzes umgehen wollen und sollen. Da werden wir
diskutieren. Sie müssen scheint's auch noch diskutieren. Sie haben jedenfalls keine konkreten Vorschläge gemacht. Habe ich gelesen, und da haben Sie nur von einem gestuften Pandemie-Management gesprochen. Das ist aber noch nicht das, was jetzt dann tatsächlich gefragt ist. Dr. André Ullmann hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister Lauterbach! Was wir gerade gehört haben von der AfD, zeugt einfach, wer hier eine Gefahr für die Gesundheit in Deutschland bedeutet. Das ist nämlich diese Partei hier zur rechten Seite. Denn ihre Art, die Politik zu machen, Wissenschaft zu verleugnen, ist eine Gefahr für dieses Land. Es wäre mal gut, die Emotionen aus dieser Debatte herauszunehmen. Es wäre mal wirklich gut, mehr Ratio hier reinzubringen, anstatt Demagogie und auch Ideologie hier reinzubringen und auch hier, liebe Unionskolleginnen und Kollegen, Bauchgefühlspolitik herauszunehmen. Und dafür fordere ich Sie alle hier im Bundestag auch auf, hier endlich auch mal die Wissenschaft zuzuhören. Und gerade was wir jetzt gehört haben aus der Oppositionsunion, es ist eine gespaltene Union. Das ist nämlich eine Partei mit Haut drauf, besser, weiter Politik, aus dem Bauch herausgetrieben. Und wir helfen Ihnen jetzt mal gerne, eine bessere Politik aufzuzeigen. Denn wir als Fortschrittskoalition zeigen Ihnen gerne den Weg dorthin. Unionsgeführte Länder wie allen voran Bayern, Hessen, würden lieber schneller, heute als morgen, einen Lockdown anordnen. Und nein, und nochmals nein, wir sind weiter. Wir sind weiter in dieser Politik, und das muss auch die Union verstehen. Wir sind in der Endphase dieser Pandemie. Wir haben effektive Impfstoffe, da unterstütze ich explizit unseren Bundesminister. Wir haben bald auch Variantenimpfstoffe für die Menschen hier in unserem Lande. Wir haben auch sogenannte monoklonale Antikörper, die wir einsetzen können für die Menschen, die auf Impfungen schlecht oder gar nicht ansprechen. Wir haben aber auch medikamentöse Therapie. Wir haben antivirale Substanzen, die hocheffektiv sind, wenn sie rechtzeitig eingesetzt werden. Und hier sage ich auch explizit an die versammelte Ärzteschaft, gerade bei den therapeutischen Möglichkeiten wären hier interne Fortbildungen wichtig, damit auch die medikamentöse Therapiemöglichkeiten bei den Patientinnen und Patienten hier in Deutschland auch ankommen. Die Politik soll ein lernendes System sein. Und wer das nicht einsieht, hat bereits verloren. Und die Begrifflichkeit einer konservativen Partei hält neue Bedeutung. Denn sie hält an alte Instrumente fest, wie Lockdowns und Schulschließungen, die immer wieder gefordert werden, statt die neuen Instrumente einzusetzen. Sorry, liebe Union, nicht mit uns. Folgt die Presse mal eurer Länderkolleginnen und Kollegen. Klar ist besonders auch in dieser Phase der Pandemie, es müssen psychosoziale, wirtschaftliche, verfassungsrechtliche Folgen bei den Maßnahmen berücksichtigt werden. Nur eine Politik, die immer bereit ist, dazu zu lernen, flexibel und rasch auf neue Daten zu reagieren, ist eine gute Politik. Und das ist unsere Politik in dieser Fortschrittskoalition. Der Gesetzentwurf der Ampel ist gut. Ja, es ist an dem 7-Punkte-Programm von Herrn Minister Lauterbach angelehnt und zeigt den richtigen Weg, auf durch den Herbst und Winter zu kommen. Erstens, epidemiologische Daten in Echtzeit, moderne Surveillance-Methoden, eine verbesserte Kommunikationsstrategie gekoppelt an einer Impfkampagne, eine verbesserte gezielte Testkonzept und Schutz der vulnerablen Gruppen. Das sind wichtige Ansätze, die wir als Freien Demokraten immer wieder gefordert haben und sich in der Ampelkoalition auch wiederfinden. Das ist der richtige Weg. Und ganz klar, meine Damen und Herren, die Ampel funktioniert. Dieser Entwurf ist der erste Schritt, auf den kommenden Winter uns vorzubereiten. Nun geht der Gesetzentwurf in die ganz normale Abläufe der parlamentarischen Beratung. Und wer unsere Fortschrittskoalition in Frage stellt, sollte lieber im eigenen Hause kehren. Der Antrag der CDU-CSU-Fraktion ist gerade mal 48 Stunden alt. Offensichtlich versteht die Oppositionelle Union Recherche nicht, und ich würde gerne hier ein paar Beispiele aufführen. Herr Ullmann? Ja? Die Frage ist, ob Sie eine Zwischenfrage von Frau Zeuner zulassen möchten. Von wem? Von Frau Zeuner aus der Unionsfraktion. Heute mal nicht, weil es ist ein langer Tag heute, lange Nacht. Ja. So, die paar Beispiele würde ich jetzt gerne mal einmal aufführen. Forschungsvorhaben, hier geht es von der Union um Immunantworten,
läuft bereits. Wenn Sie die Presse verfolgt, hat unsere Bundesministerin Stark-Watzinger aus dem BMBF ein gefördertes Projekt vorangebracht, um die Immunisierung in der Bundesrepublik Deutschland herauszufinden. Und die ersten Ergebnisse sind im September zu erwarten. Sie fordern Entwicklung angepasster Impfstoffe. Läuft bereits. Sie fordern Impfstoffbeschaffung. Läuft bereits. Sie fordern eine neue Teststrategie. Läuft bereits. Sie fordern Meldung von Impfnebenwirkungen. Läuft bereits. Das haben wir auch gestern ausführlich hier im Bundestag auch gehört. Offensichtlich lebt die Union, die oppositionelle Union, hinter dem Mond. Hätte ich solche Anträge in der letzten Wahlperiode eingereicht, hätte ich mich im Grunde und Boden geschämt. Offensichtlich ist sehr schlecht recherchiert, liebe Union. Sorry. Oppositionsunion, null Punkte setzen und weiterüben. Herr Kollege, Sie kommen zum Schluss, bitte. Ja, ich würde gerne, aber die sind immer so laut, diese Partei. Aber Sie hier sind vorne. Lauter, Sie haben das Mikro. Aber ja, gut, dann werden ja wir ein bisschen lauter sein. Hinaus. Wir haben jetzt die Chance, durch diesen Herbst und Winter zu kommen, indem wir jetzt die neuen Instrumente einsetzen, Impfung, Therapie und die freiwillige Masken tragen in Eigenverantwortung. Sie schützen, mit den alten Restriktionen kann es nicht weitergehen. So und nur so kommen wir durch diesen Winter. Herzlichen Dank. Katrin Vogler hat jetzt das Wort für die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Minister Lauterbach. Wir erleben jetzt gerade die erste Sommerwelle der Pandemie. Genaue Zahlen haben wir schon längst nicht mehr, aber wir alle haben um uns herum Menschen, die sich anstecken und krank werden. Und was tut diese Regierung? Sie schafft für die allermeisten die kostenlosen Bürgertests ab, so dass wir noch viel weniger sehen, was eigentlich passiert. Die neuen Regeln bei den Tests sind abschreckend und bürokratisch, aber ich sage Ihnen voraus, dass Sie am Ende damit kein Geld einsparen, sondern an anderer Stelle viel, viel Geld ausgeben werden müssen. Und das kommt eben heraus, wenn man zwei Tage vor Auslaufen Regeln hektisch verändert. So geht das nicht. Vor einem Monat forderte der Expertinnenrat der Bundesregierung in seiner 11. Stellungnahme eine Vorbereitung auf den Herbst. Städte und Gemeinden verlangen schon lange, die Rahmenbedingungen für die Pandemiebekämpfung im Herbst und Winter zu klären. Die GesundheitsministerInnen der Länder bitten geradezu verzweifelt um Planungssicherheit. Aber Minister Lauterbach kann nicht tun, was er müsste, weil die Gesundheitspolitik der Ampel offenbar im Finanz- und im Justizministerium gemacht wird. Und die Linke fordert jetzt eine umfassende Strategie zur Vorbereitung auf eine mögliche nächste Welle im Herbst und hat dafür viele, viele Vorschläge in einem Antrag gemacht. Die Ampel legt uns aber heute einen Gesetzentwurf vor, bei dem Minister Lauterbach selbst zugibt, dass es sich nur um einen losen Rahmen handelt, der in der weiteren Beratung noch gefüllt werden muss. Na ja, in der Sommerpause weitere Beratung. Viel Spaß. Dieser Lückentext, meine Damen und Herren, das ist keine ausreichende Vorbereitung auf die im Herbst drohende nächste Welle. Denn wir müssen doch dringend klären, bei welchen Indikatoren welche Maßnahmen eingeführt werden sollen. Oder wollen Sie im Herbst etwa wieder endlos über Maskenpflichten streiten, so lange, bis Sie dann nur noch Schulschließungen oder Teil-Lockdowns vorbereiten können? Das geht doch nicht. Der Gesetzentwurf enthält dramatische Leerstellen, etwa was gegen die Folgen, gegen die sozialen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Folgen mancher Maßnahmen zu tun ist. Wir hätten hier doch diskutieren sollen, wie diese Impfkampagne so organisiert werden kann, dass sie besonders diejenigen erreicht, das sind vulnerable Gruppen, die noch immer nicht geimpft sind. Und wir brauchen eine bundesweit möglichst einheitliche Politik, weil sich halt Coronaviren eben nicht an Landesgrenzen halten. Wir wissen jetzt noch nicht, ob die Sommerwelle vor dem Herbst noch einmal abebbt oder gleich in die Herbstwelle übergeht. Und da macht es mich schon wirklich fassungslos, dass die Regierung hier auf den letzten Drücker nicht mehr als dieses dürre Gerüst aus wenigen Ideen liefern kann. Herr Lauterbach, Sie haben uns eingeladen, mitzuarbeiten. Wir laden Sie herzlich ein, die konkreten Vorschläge aus unserem Antrag aufzunehmen. Da haben wir nämlich zum Beispiel auch an den Ausgleich sozialer Härten gedacht oder an die Luftfilter für die Schulen. Aber wahrscheinlicher ist leider, dass Sie uns am 22. Dezember kurz vor dem Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes wieder irgendeinen halbgaren Murks vorlegen. Talkshow-Auftritte ersetzen eben keine konkrete Politik. Liefern Sie endlich.
Heike Behrens hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Und deshalb treffen wir jetzt die Vorsorge für den Herbst. Und der Bundesminister hat einen klaren 7-Punkte-Plan dafür vorgelegt, den wir Schritt um Schritt umsetzen werden. Ein zentraler Baustein der Vorsorge bleibt weiterhin das Impfen. Mit einer Impfpflicht hätten wir schon diese Sommerwelle abschwächen und die gravierenden Personalausfälle in vielen Bereichen vermeiden können. Und da ist es schon schlimm, Herr Sorge, was Sie eben gesagt haben. Denn der zentrale Bremsklotz dieser Impfpflicht war die CDU-CSU-Fraktion. Wer gegen die Pflicht zum Impfen war, muss jetzt alles tun, um Menschen von der Impfung zu überzeugen. Denn sie schützt wirkungsvoll vor schwerer Erkrankung und trägt wesentlich zum Schutz der Gesamtgemeinschaft bei. Da habe ich Sie offensichtlich getroffen. Ist okay. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir den Gesetzentwurf noch etwas erweitern und auch Pflegefachkräfte zum Impfen ermächtigen, dann erreichen wir gleich mehrere Ziele zusätzlich, nämlich mehr Identifikation mit dem Impfen beim Personal und mehr Nähe zu der Zielgruppe, die wir besonders schützen müssen, nämlich die Älteren und Vorerkrankten. Und gleichzeitig anerkennen wir die Kompetenz unserer Fachkräfte in der Pflege und werten diesen Beruf weiter auf. Dafür werden wir als SPD uns einsetzen. Einen Lockdown wollen wir nicht, Schulschließungen wollen wir nicht. Und darum gehört ein Schutzkonzept für Kinder und Jugendliche zum 7-Punkte-Plan. Und wir werden alles tun, damit Schulen und Kitas offen bleiben können. Denn das ist nicht nur nötig, um allen Kindern einen gleichberechtigten Bildungszugang zu ermöglichen. Es ist auch wichtig für die persönliche Entwicklung junger Menschen, die in den letzten beiden Jahren auf so vieles verzichten mussten. Aber gerade deshalb müssen niederschwellige Instrumente zum Einsatz kommen, mit denen wir die Pandemie kontrollieren und effektiv eindämmen können. Dass das zum Beispiel mit dem Einsatz von FFP2-Masken gelingen kann, das wissen alle, die auf den Rat der Experten tatsächlich hören. Hohe Wirksamkeit, minimaler Eingriff in die individuelle Freiheit. Wir als Abgeordnete des Deutschen Bundestages tragen die Verantwortung, entsprechende Voraussetzungen im Infektionsschutzgesetz zu schaffen. Denn die Länder brauchen die rechtliche Grundlage, um schnell auf die akute Infektionslage reagieren zu können, um beispielsweise eine Maskenpflicht in Innenräumen und bei Großveranstaltungen anordnen zu können. Und das müssen wir im parlamentarischen Verfahren leisten. Wenn diese Instrumente nicht oder nur teilweise zur Anwendung kommen, weil wir einen milden Herbst haben, weil die Menschen in eigener Initiative verantwortlich, rücksichtsvoll und solidarisch handeln, weil keine neue, gefährlichere Variante auftaucht, dann ist das gut. Aber es wäre fatal, wenn Instrumente, die gegebenenfalls gebraucht werden, dann nicht zur Verfügung stehen würden. Und darum sorgen wir vor. Denn Eigenverantwortung als einziges Prinzip ist nur für diejenigen ausreichend, die in der glücklichen Lage sind, sich selbst schützen zu können, die nicht besonders gefährdet sind, die im Homeoffice arbeiten oder sich ins Eigenheim zurückziehen können. Viele aber sind auf die Solidarität der anderen angewiesen. Viele können nur am gesellschaftlichen Leben voll teilhaben, wenn sich alle verantwortungsvoll verhalten. Darum moderate Verpflichtungen für alle bedeuten mehr Freiheit für die allermeisten. Und darum zum Abschluss noch einmal Vorsorge,
rettet Menschenleben, Vorsorge schützt unser medizinisches und pflegerisches Personal vor der Dauerbelastung und schützt vor der Überlastung unseres Gesundheitssystems. Vorsorge kann vulnerable Gruppen vor Isolation bewahren und Vorsorge sichert Kindern und Jugendlichen einen ungehinderten Zugang zu Bildung. Ich bin überzeugt, dass wir diese Vorsorge auf Basis dieses Gesetzentwurfs im parlamentarischen Verfahren verantwortungsvoll treffen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Mitzoller hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Uhlmann, von Krankenschwester zu Mediziner, weil die Krankenschwestern, die beruhigen manchmal die Mediziner. Ich weiß nicht, wo Sie die These her haben, dass die Union für Schulschließungen wäre. Wir haben in unserem Antrag explizit reingeschrieben, dass es kein Interesse von unserer Seite natürlich entsteht, dass wir irgendwelche Schulen schließen oder Masken in irgendwelchen Grundschulen. Es steht nicht im Antrag drin und deswegen lesen Sie diesen Unionsantrag. Es steht stimmt einfach nicht, was Sie gesagt haben. Und Sie sagen auch, Sie hätten alles schon erledigt und alles ist schon angedacht. Und deswegen ganz klar, es ist eben noch nicht alles erledigt. Die Forderung, eine Antwort auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die Ende des Jahres ausläuft, die brauchen wir. Wie soll es danach weitergehen? Die wollen wir auch, weil wir nämlich in einem Bereich sind, wo wir Fachkräftemangel haben. Und da ist es eben nicht egal, ob wir sagen, nach Ende des Jahres 2022 läuft es einfach aus und dann ist es alles wie vorher. Oder eben wir sagen, nein, wir schauen uns das noch mal genauer an und vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels treffen wir andere Entscheidungen. Denn Sie haben es eben nicht geschafft, dass das Ganze durchgesetzt wurde. Und deswegen ein bisschen Selbstreflexion gerade in dem Bereich würde ich mir gerade von der FDP sehr wünschen. Auch beim Thema, nein, auch beim Thema der, egal ob Long-Covid oder der Person in unserem Land in Bezug auf Impfschäden. Wir haben die Situation, dass es eben nicht möglich ist zu sagen, so wir streuen jetzt einfach mal über das ganze Land spezielle Anlaufstellen. Fachärzte in diesem Bereich wachsen einfach nicht auf den Bäumen, sondern es dauert eine gewisse Zeit. Und gerade wenn das Thema Impfschäden aufgekommen ist, dann ist es eben entscheidend, einen Facharzt zu haben, der eine Differentialdiagnose auch tatsächlich tätigt. Und Sie sagen, Sie haben dieses Thema gelöst. Nein, es ist eben nicht gelöst, denn wir brauchen den Zugang in diesem Bereich für diese besondere Personengruppe. Und da haben Sie auch weiterhin Antworten, bleiben Sie da wirklich offen. Und ich kann das nicht erkennen, dass dieses Thema gelöst ist. Und Sie haben eben auf die wichtigsten Fragen haben Sie eben keine ausreichende Antwort. Wenn Sie sagen, Sie wollen Hygienebeauftragte in den Einrichtungen der Langzeitpflege, dann ist es schön und gut. Dann müssen Sie sie aber auch befähigen, durchsetzungsstark zu sein. Und deswegen fordere ich Sie auf, legen Sie endlich ein Gesetz vor, was die Pflege stärkt. Und zwar so stärkt, dass Sie in Ihrer Fachkompetenz und auch in Ihrer der Anerkennung gegenüber der Pflege, dass Sie Möglichkeiten haben, entsprechend die Hygienebestimmungen auch durchzusetzen. Das bleiben Sie schuldig. Sie haben bis jetzt nichts im Bereich der Pflege vorgelegt. Und da nützt es auch nichts, wenn man sagt über unseren Minister Lauterbach, er sei jemand, der gut erklären könne. Es geht darum, zuzuhören. Und deswegen rate ich Ihnen, hören Sie den Pflegekräften zu, was sie sagen, was sie einfordern, und legen Sie dort Gesetze vor, denn das bleiben Sie weiterhin schuldig. Insgesamt ist dieses Gesetz ein klappriges Gestell, ein Trägergesetz, und ich gehe leider fest davon aus, dass wir das Ende September beschließen und dann am nächsten Tag in die Umsetzung gehen müssen. Also das, was Sie eingefordert haben und immer wieder mokiert haben, Beteiligung des Parlaments, das bleiben Sie auch hier schuldig. Der Kollege Dr. Janosch Dahmen hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin doch verwundert, mit welchen Nebelkerzen jetzt um sich geschmissen wird, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen für das, was vor uns liegt in dieser Zeit. Wenn wir zurückblicken, ist dieses Land
in der Verantwortung in 2 Jahren Pandemie im Bundesgesundheitsministerium von der Union verantwortet worden. Und wenn wir uns anschauen, wo in den 2 Jahren das Impfregister vorbereitet wurde oder eben nicht vorbereitet wurde, wenn wir uns fragen, wo die Datengrundlage geschaffen wurde, die es uns jetzt einfacher machen würden, in die Zukunft zu schauen und zu schauen, was notwendig sind, dann ist es eine Aneinanderreihung an Leerstellen von politischem Nichthandeln, was die Verantwortung im Bundesgesundheitsministerium bis zur Übernahme in der Verantwortung der Ampel gekennzeichnet hat. Und ich will doch einfach jetzt, bevor jetzt hier wieder die Emotionen losbrechen, Herr Sorge, Sie fordern zu Recht ein, dass wir uns bekennen dazu, was im Einzelnen im 28a geregelt werden soll an Maßnahmen. Das tun Sie in Ihrem Antrag aber nicht. Sie zeigen auf alles Mögliche im Abstrakten, was man tun könnte. Aber im Bekenntnis versuchen Sie, am rechten Rand zu fischen, genauso wie in der Mitte der Gesellschaft, weil Sie sich nämlich trauen, in dem Konzept die Union, die einen Christian Drosten in den Sachverständigenausschuss zur Begutachtung des IFSG berufen hat und sich dann doch jetzt für ein Konzept des Professor Stör entschieden hat und irgendwo in der Wissenschaftswelt meandert und sich fragt, wer wollen wir eigentlich sein? Das gibt keine Orientierung. Das führt auch nicht zu einem klaren Konzept dessen, was jetzt getan werden muss. Und was getan wurde, hat der Minister im 7-Punkte-Plan klar vorgelegt. Wir werden die Datengrundlage mit einem Pandemieradar jetzt solide auf den Weg bringen. Wie viele betreibbare Betten haben wir? Wie viel Pflegekraft am Bett steht wo zur Verfügung? Wir werden über den Sommer genau festlegen, wie in einem Stufenkonzept, welche Maßnahmen lageabhängig greifen und eine gezielte, lagespezifische Reaktion möglich ist. Und ich muss schon sagen, also dafür, dass Sie einerseits sagen, Sie wollen ganz viel tun, vorsorgend handeln, aber dann in der jetzigen Phase, in einer Sommerwelle, in der jetzt schon in den Kliniken das Personal ausfällt, die Situation jetzt schon sich dramatisch zuspitzt, ausgerechnet Bayern in Bus und Bahn die Maskenpflicht abschafft und sagt, das brauchst du offensichtlich nicht, muss ich sagen, halte ich jetzt nicht für besonders vorausschauend und besonders vorsorgend. Ich muss sagen, es wäre an der Zeit, nach vorne zu schauen und zu sagen, also durch Medikamente, die wir besser verfügbar machen, durch Daten, die zur Verfügung stehen zur Beurteilung, eine breit angelegte Impfkampagne für die Risikogruppen über 60, für die Auffrischimpfung und indem wir Schutzkonzepte für die vulnerablen Gruppen gerade im Bereich der Pflege auf den Weg bringen, bereiten wir dieses Land gut auf den Herbst vor. Aber um eins klar zu sein, die Pandemie ist nicht vorbei. Und da muss ich meinem Kollegen aus der Ampel auch widersprechen. Wir sind nicht in der Endphase der Pandemie. Schön wäre es, ich würde es mir wünschen. Wir sind leider mittendrin und steuern auf einen schweren Herbst hin vor. Insofern lasst uns gemeinsam verantwortungsvoll die notwendigen Rechtsgrundlagen schaffen, Maßnahmen auf den Weg bringen und sei es freiwillig auch Maske tragen. Vielen Dank. Erwin Rüttel hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bandbreite der Maßnahmen oder der Lageeinschätzung haben wir ja jetzt erlebt. Professor Ullmann von der FDP hat eben gesagt, wir sind in der Endphase der Pandemie und laut Herrn Dr. Dahmen kommen wir in eine dramatische Situation im Herbst. Und das zeigt auch, warum Sie bisher keine Entscheidungen treffen konnten für Maßnahmen, weil Sie diese Geschlossenheit in Ihrer Ampel-Fortschrittskoalition nicht haben. Und wir haben hier konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Wir haben diese Welle, das sehen wir. Und wir brauchen jetzt eine Balance, einen Dreiklang, und zwar in der Form, dass wir die Menschen auf eine Normalität in Eigenverantwortung vorbereiten, wie das in Europa umgesetzt wird. Wir müssen die vulnerablen Gruppen schützen und wir müssen die Welle brechen und nicht nur verschieben. Damit wir nicht blind in den nächsten Corona-Herbst stolpern, ist es erforderlich, uns rechtzeitig auf unterschiedliche Szenarien vorzubereiten. Gott sei Dank ist derzeit die Belastung in den Krankenhäusern geringer als in den letzten Jahren zur selben Zeit. Das macht Hoffnung. Nach den Sommerferien könnte die Infektionszahlen aber wieder steigen. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. In jedem Fall müssen wir für den Schutz des Gesundheitssystems, der kritischen Infrastruktur
und der vulnerablen Bevölkerungsgruppen vorsorgen. Denn der Herr Kollege, es gibt eine Zwischenfrage. Wunsch von Herrn Ullmann, möchten Sie das zulassen? Das ist Vielen Dank, Herr Rüdel, dass Sie die Frage zugelassen haben. Meine Frage jetzt an Sie ja konkret ist, und das hatte ich auch versucht in meiner Rede auch klarzumachen, innerhalb der Union, egal ob jetzt CDU, CSU und gerade von den Landespolitikern wird ja immer wieder erzählt, wir müssen härter, stärker und wir brauchen das Instrumentenkasten, dass wir auch einen Lockdown möglich machen, dass wir auch durchaus Schulschließungen möglich machen. Wie steht eigentlich die CDU-CSU-Fraktion hier im Bundestag dazu? Denn das sind ja, das ist eine, Entschuldigung, dass ich das Wort nehme, aber Kakophonie, die hier aus der Unionsseite herkommt. Sie haben keine Linie, ist eine Linie nicht erkennbar. In welche Richtung wollen Sie da eigentlich hin? Also, lieber Herr Kollege, die Maßnahmen, die wir derzeit hier in Deutschland umgesetzt haben, die Sie auch mit der Koalition umgesetzt haben, haben ja nicht dazu geführt, dass wir bessere Inzidenzwerte haben als in den europäischen Nachbarländern. Deshalb muss man überlegen und auswerten, ob wir hier die richtigen Maßnahmen getroffen haben. Wir brauchen einen Instrumentenkasten. Dieser Instrumentenkasten muss vorbereitet sein darauf, dass man im Herbst eventuell neue Varianten bekommen könnte. Aber er muss auch darauf vorbereitet sein, dass wir jetzt im Sommer eine Welle bekommen und dadurch eine Immunlage im Herbst, Winter, wo wir über mehr Freiheiten nachdenken können. Also die Bandbreite ist groß, aber es zeigt, dass Sie in der Ampel unterschiedliche Positionen haben und wir sind in der Union in dieser Frage sehr geschlossen. Wir wissen inzwischen, dass Geimpfte zwar in der Regel keine schweren Verläufe zu verzeichnen haben bei ihren Infektionen, aber wir wissen auch, dass man an Dritte diese Infektion weitergeben kann. Umso wichtiger ist es, dass wir diese eklatante Defizite auflösen. Wir brauchen verlässliche Daten, damit wir die richtigen Maßnahmen für die Zukunft entscheiden können. Mit Blick auf Herbst und Winter ist es deshalb von zentraler Bedeutung, die Datenlage zum Impf- und Immunstatus sowie hinsichtlich einer zweiten Auffrischungsimpfung zu verbessern. Nur dann sind gut begründete neue Corona-Maßnahmen möglich. Panikmache und leichtfertige Eingriffe in Grundrechte sind fehl am Platz. Wir werden uns sehr genau ansehen, wie die Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz anpassen will. Unsere Vorschläge dazu liegen auf dem Tisch und sind hier angesprochen worden. Ich möchte ausdrücklich betonen, wir müssen verhindern, dass es flächendeckend Schließungen von Schulen und Kitas gibt. Herr Kollege? Was wir brauchen, ich komme zum Ende, was wir brauchen, ist nicht das tägliche Orakel. Wir wären schon mit sachgerechtem Handeln zufrieden. Vielen Dank. So, wir kommen jetzt damit zum Schluss der Debatte. Und wir werden uns jetzt mit den Überweisungen beschäftigen zu Tagesordnungspunkt 14 und 31 sowie Zusatzpunkt 16. Wird interfraktionell Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 2573, 2600 und 2581 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge dazu? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Jetzt kommen wir zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 2564. Die Fraktion der CDU-CSU wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP wünschen Überweisung, und zwar federführend an den Ausschuss für Gesundheit und mitberatend an den Ausschuss für Inneres und Heimat, den Rechtsausschuss, den Wirtschaftsausschuss, an den Ausschuss für Arbeit und Soziales,
an den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung. Wir stimmen nach ständiger Übung zunächst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Damit ist der Überweisungsantrag beschlossen worden bei Zustimmung durch die Koalitionsfraktionen und die AfD. Dagegen haben gestimmt CDU, CSU und Die Linke. Und damit stimmen wir heute über den Antrag 2564 nicht in der Sache ab.